Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der NF-Marsch. Zusammen mit dem Michael, den Lukas, den Flo, den Holger, den Carsten, den Manni und dem Paul. Guten Tag, die Herren. Hallihallo. Hallo. Servus. So, ich habe gerade unser Gespann bekommen. Ich habe gerade mit Holger getauscht. Oh, ich mag immer, ich liebe diesen, ne? Also mit sowas kann man mich ja wirklich catchen, ne? Mit so Logos und sowas irgendwo. Geil. So, ich muss leider jetzt die ganze Zeit so fahren, dass ich hinten das Logo sehe. Also alle, die mir entgegenkommen, ne? Reicht aus. Ich achte es nicht auf die Straße. Ich finde es echt mega, mega geil. So. Ich fahre zu Paul, habe ich mir sagen lassen. Ja. Gut, kriegen wir hin. Ich fahre zu Paul. Einmal abfahren. Ich gucke gerade in der Liste. Ach, ganz oben. 57%. Okay, ich gebe Gas. Wo muss ich dann nach mit dem Zeug hin? Bahnhof. Ach, den Weg kenne ich ja schon. Okay. Lohndienstleistung fällt 48 abgeschlossen. Geil. So, schreibst du es auch direkt gut. Ja. Ich glaube, du bist voll. Nee. Ja, nee. Nee, boah, Holger, haben wir schon genauso viel Geld wie am Anfang der letzten Folge. Ja, und haben sogar noch so einen wunderschönen Schlepper mehr. Ich sag's dir, Wahnsinn. So ein wunderschönes Gerät. Ich sag's dir. Ja, das ist... Mal aufpassen, bis wenn der Schrotthändler vorbeikommt, dass er nicht aussehen mitnehmen, weil er meint, es wäre ein Schrotthaufen. Ihr wisst nicht, was gut ist. Nein, schaut euch mal bei YouTube so ein Video an mit so einem Ding. Hirovets K700, leider können die echt verdammt viel und die sind echt nicht schlecht. Ja. Lukas, bis eben warst du sympathisch, ne? Aber oh, ich glaube, wir kennen das nicht, wir gucken kein Schwarz-Weiß-Fernsehen. Der war böse, der war böse. Uppala. Nee, ich glaube das ja. Der ist bestimmt auch cool. Ich finde es, sagen wir einfach mal, er ist sehr realistisch auf jeden Fall auch gemacht. Durch die ganzen Beulen und sowas, ne, dass er da einfach auch gebraucht Spuren einfach hat und nicht alles Glattblech. Das ist schon in Ordnung, aber ist halt einfach nicht mein Fahrzeug. Aber Holger, du musst das positiv sehen, du darfst ihn einfach alleine fahren. Ja. Ne? Also. Ich darf dafür dann mein Batterie-Ideal fahren. Du schämst dich auch vor nichts. Echt? Gar nicht. Du, mir geht's richtig gut, ne? Ich schick dir mal am Donnerstag Bilder. Ganz ja, stolz. Ich warte auch drauf. Ja, ich schick euch allen Bilder. Ich bin gespannt. Vielleicht gibt's das auch in meiner Insta-Story, ich weiß es noch nicht. Oh, Paul, warum bist du ganz cool an der falschen Seite? Ich dachte, du bist bei mir. Mist. Ich bin überhaupt nicht an der falschen Seite. Du bist an der falschen Seite. Nee. Grundsätzlich, ne, ist das schon mal nicht mein Fehler. So kann man das auch sagen. Wenn ihr grundsätzlich beide... auf Ruhe ist es die richtige Stelle. Ja, grundsätzlich bin ich immer on point. Und on point heißt, ich habe die richtige Seite erwischt. Moin, ein Flo, Grüße. Gute. So, du bist in der Frucht. Ich kann dich nicht abfahren. Ich drehe sie so gleich. Ja, okay. Abtanken. Ach, du hast auch noch nicht so viel drin, sehe ich gerade. Hat Flo dich eben abgetankt? Grüße. Ach, du bist doch, hör mal, ich werd hier gemobbt, ne? Was haltet ihr von Ernten auf der 66? Sag mal, was hältst du denn davon? Wir machen erstmal eine Mission fertig. Auf der 66 kommst du nicht drüber, weil wir erst eine Brücke bauen müssen. Stimmt. Oh, okay, ja, Entschuldigung. Also, was haltet ihr denn davon, wenn ich noch eine Mission annehme mit Düngen, leime Gerät aus und unterstützt den. Warte mal, Micha? Micha. 58, warte mal, 58 ist. Da, okay. Manni, wie fährst du drin? Im Tank? Ich habe 3,5. Lapp mal Zungen über und dann kommen wir die abgeben. Nimm nicht abgeben, ich hab doch noch den Miet, wenn das machen willst, nimm die HD vom Feld für ein Feld 47, weil die ist billiger.
Er hat noch einen Miet-LKW von hier. Vom kostet Feld, 3.000 Euro. Nee, genau. Ich würde auch mit dem Mietschlepper, den Money fährt, fahrt rüber auf die 55. Das ist ja direkt gegenüber. Haut die schnell mit drei Dreschern runter, hätte ich jetzt gesagt. Ja, dann machen wir das. Also, dann habt ihr einen Abfahrgespann, den LKW, 47.000 Liter. 48. Der JCB steht. Manni, los, Abflug. Ja, Abflug. Den kannst du als Reserve nehmen, wenn Holger unterwegs ist. Und seid ihr mit drei Dreschern, seid ihr schnell unterwegs. Micha, du bist mit Pflanzenschutz unterwegs, oder? Ja. 41, 46. Ja, darfst du den Auftrag vom Feld 8 abgeben, wenn der fertig ist? Weil das ist 54. Ich mach's jetzt auf der 54. Oh, Paul, wie schnell fährst denn du? 12. Oh, sorry, ich habe nur 11 Tempomat eingestellt gehabt. So, jetzt fahre ich auf 12. Was machen denn unsere Baumwollernter hier? Der erste Ballen ist raus. Der erste Ballen ist steil. Ja, der zweite kommt gleich demnächst. War eine super Idee, die Mission anzunehmen. Ich sehe das jetzt schon. Hat eigentlich schon mal jemand auf unsere eigenen Felder geschaut, wie es da der Stand ist? Ein eigenes Feld haben wir schon abgeerntet. Ja, nein. Doch, natürlich. Das direkt am Anfang. Die 63 ist unser eigenes Feld. Stimmt. Ich stehe mitten drauf. Auf der Straße. Ansonsten, die 18 ist nicht erntereif. Die 5 ist nicht erntereif. Was gehört uns noch? Die 14 ist nicht erntereif. Und dann war es das schon. Die 59 auch nicht. Ja, wir müssen einiges noch düngen, aber. Wie sieht es denn aus, als eigene Sämaschine die T-Force Plus zu kaufen? Die T-Force Plus, warte, hinten beim Mods oder was? Ja, deswegen habe ich. 6 Meter Direktsaat, quasi alle Früchte. Ja. Mit Düngefunktion und mit Pflugfunktion, also die pflügt. Ja. Du musst nicht mehr pflügen. Weißt du, also Größe, ich habe sie mit auf den Server gebracht, man glaubt es kaum, ne? Weil ich sie tatsächlich sehr, sehr geil finde und testen wollte. Ja, die nehmen wir, die werden wir uns holen. Meinst du jetzt schon, oder was? Nee, jetzt habe ich eine Düngemission angenommen. Ach, ja komm. Dann hätte ich sie selbst fahren wollen. Ja, 160 haben wir noch nicht zusammen, ganz ehrlich. 160 haben wir noch nicht zusammen. Beides mit den Zusatzgewichten, Felgenfarbe in... Nee, bitte im Metall. Genau, 160.000 brauchen wir dafür. Wo kommt denn jetzt auf einmal dieser rote Auflieger her? Hoppala, Paul, sag mir doch das. Ach, ich bin auch voll. Der war hinter dem Tatra, der bei dem Auftrag dabei ist vom Rühmroden. Und hinter dem Tatra hängt aber aktuell ein Neumann-LKW. Okay. Ja, ein Neumann-Anhänger ist auch rum. Oh, Neumann-LKW. Grüße gehen an Moddingwelt Micha hier. Ne? Micha, ich brauche LKWs mit Neumann-Entertainment-Display. 880 PS mit Neumann-Emblem. Alter, ich sehe also mich da drin. Ja. Es gibt ja so ein Kögel-Planauflieger, der auf der Marsch sehr gerne genutzt wird für Produktion, Ballen und Co. Vielleicht wäre das ja auch sowas. So ein Planauflieger hat dezent viel Werbefläche. Jetzt habe ich so gehört. schick mir mal einen Link. Ich schick den an den Micha weiter. Ich glaube, er bereut schon, dass er mir den geschickt hat. Wechselt die Handynummer, der Mann. Der wechselt den Discord-Account. Oder fragen wir mal, ob er auf den K700 das Logo drauf macht. Was, Entschuldigung, auf dem Ohr war ich gerade taub. Ich hatte gerade so ein Piepen. Auf den K700 soll bitte das Logo von den Ludolfs. Genau. Ich dachte, die von haben Murdoch Motors. So ein Ding gesehen. Das Logo von Murdoch Motors. Nein. Durchfahrt verboten für Fahrzeuge jeglicher Art oder sowas. Oder hier so eine Hand, von wegen hier wie in den Industrieanlagen, so eine Hand, die sagt, genau. Betreten verboten. Nein, da muss dieses Giftzeichen drauf. Nein, also der K700 bleibt so wie er ist, wenn das in Ordnung. Oh, Alter, in Ordnung ist. Halt, stopp! Ob du hier bist und nicht. Bitte nichts ändern. Da wird nicht dran gerüttelt. Ja, Flo, schick mir den mal. Ich frag mal den Micha, ob er uns da nochmal was basteln kann. Ich muss mir mal angucken, wie das selber funktioniert. Vielleicht kriege ich das ja auch hin. Dann, ne, gibt's demnächst nur noch eigene Fahrzeuge. Da eskaliere ich ja richtig. Ja, genau. So wie ja, das genau mit der Waterplane funktioniert auf der MVP. Ja. Gut.
Eine Version später gab's die wieder. Ich habe die aktuellste Version dem letzten noch auf dem Singleplayer gezockt. Spoiler, auf Feld 13 schwebt ein Rolltor und da stehen drei Fahnen vom Händler. Ja. Das kann gar nicht passieren. Und das Rolltor kannst du mitten in der Luft öffnen. Das ist überhaupt kein Problem, das funktioniert. Ich habe halt keine neue Version mehr gemacht. Jetzt sei doch nicht so zu mir. Ich finde das cool. Mitten in der Luft hängt ein Rolltor, was man auf und zufahren kann. Sind das wenigstens... Halt ein Mensch. Sind das wenigstens unsere Fahnen, Flo? Lukas, Rohr raus. Oh ja, wenn du dann sagst. Flo? Ja, bitte. Sind das unsere Flaggen? Warte kurz, ich drehe mal kurz. Was ist auf der 13? Ja. Nein, das sind die Originalflaggen vom Händler, weil deine Flaggen sind ja am Händler. Naja, hätte ja sein können, dass ich da versehentlich auch mal welche platziert habe. Nee, dann ist das natürlich... So, dann war nicht ich das. Ich hätte nur meine eigene Flagge hingezimmert. Ich kann dir gerne nochmal eine Version erstellen, indem ich das gelöscht habe, aber die Originale hat das halt einfach, diese kleinen Easter Eggs nennt man das heutzutage. Ja, das habe ich auch rausgefunden, ja. Genau. Den Zweifel bastel ich selbst dran rum. Gib mir das Rohr. Also, ich habe vernommen, die Seemaschine haben wir geklärt, welche es da soll. Wie sieht das mit den anderen aus? Irgendwelche Schlepperwünsche aus seinen 1050er, 939er oder sonst? Ja, komm. Wieso? Der ist mittelgroß. Ich würde tatsächlich mal einen Unimog nehmen. Meinen Unimog wollte ich auch haben. Ja, der ist... Unimog drauf. Den neuen Unimog haben wir drauf. Ich zeig dir gleich mal. Der ist aber, finde ich, relativ teuer. Ja, also, naja, zumindest für einen Unimog, ne? Wenn man jetzt so diesen alten Unimog gewohnt ist für 50.000. Aber den kannst du auch mal zu neu bis 500 PS, ne? Ja, Manni, das werden wir aber nicht machen. Wir werden die 200, was auch immer, 40 PS Variante, glaube ich, nehmen. Der andere, schwierig. Ich bin voll. Ja, ich bin gerade erstmal angekommen. Holger, warte. Was machst du denn so lange? Gut, ich quatsche einfach zu viel. Nein, du bist doch noch fast leer. Ich wollte jetzt erstmal schauen, wo die 55 hin muss. Warte mal. Ich wollte jetzt hier kurz mal den Unimog, diesen U400 zeigen, ne? Genau. Jetzt hast du hier noch Zeit. Hallo, lieber Unimog, lädst du? Die neue Ausführung? Ja, die neue Ausführung, aber er lädt bei mir gerade nicht den Shop. Seht ihr das? Er lädt bei mir gerade den ganzen Mod nicht. Ich sehe ihn. Das sieht gut aus. Sieht gut aus. Super, also man sieht ihn hier auf diesem kleinen Shop-Logo. Warum lädt der das bei mir nicht? Also ich würde den, wenn ich dürfte, beim nächsten Mal kaufen, wenn das Geld da ist. Der ist für Money. Ich wollte gerade sagen, den hat leider Money schon sich reserviert. Dann suche ich mir irgendwas anderes aus. Ist okay. Aber könnt ihr den mal konfigurieren und uns sagen, oder mir sagen, was der dann zum Schluss kosten wird? Knapp 160. Boah, wir werden ja immer teurer. Du kannst natürlich auch mit 500 PS kaufen, dann kostet er 185. Nee, wie gesagt, die 500 PS Variante, dieses Tuning-Ding, das werden wir nicht nehmen. Ja, aber also ungefähr, glaube ich, die größte Zahl, ich glaube 250 oder was. Ja, aber ich denke, das wird erstmal reichen. Also 159, 900. 159, 900, also 160, okay. Gut, dass wir den Verkehr übrigens deaktiviert haben, ne? Ich schneide die ganze Zeit hier die Kurven. Besser ist. Immerhin merke ich es, ich weiß, aber manchmal ist es, finde ich, einfacher. Naja, einfacher, angenehmer zu fahren, sagen wir es mal so. Okay, also, wenn niemand was dagegen hat, ist das nächste Ziel 160.000 für Mannis Unimog. Ja, auf jeden Fall. Jo. Okay. Ja, dann haben wir Zwischenfrage. Kaufen wir vorher eine eigene Seemaschine oder kriegt Manni erst ein Unimog? Wäre angenehm, oder? Also Seemaschine. Eine Seemaschine. Gut, also mit den nächsten 160.000 kaufen wir die Seemaschine, das ist zufällig genauso teuer. Und danach mit den 160.000 kriegt Manni sein Unimog, das heißt die nächsten 320.000 haben wir verplant. Ja, klingt nach einem Plan. Ich würde sagen, so machen wir es. Und fürs nächste Mal, ihr freut euch hoffentlich genauso wie ich drauf, fahren wir dann elektrisch, ne? Elektrische T9s. Also Fendt Ideals.
Was kostet denn der überhaupt? Weiß ich nicht. Ich habe noch nicht geguckt, was die kosten. Ich weiß aber, wir werden so ein Skript mit reinnehmen. Das finde ich ganz, ganz gut. Das muss ich mir nochmal angucken, wie das funktioniert. Ich habe es vorhin schon mal runtergeladen. Der kann verstopfen, wenn du zu schnell fährst und sowas. Wir müssen mal sehen, ob das funktioniert. Ob das was für uns ist. Für Team Chaos? Ja, für Team Chaos, für ob Team das was Chaos ist. Wird das, glaube ich, genau das Richtige sein. Ja. Könnte kritisch werden. Paul, deine Spur. Ja, willst du Rea auch gleich mit hochladen? Nee. Aber lieber nicht. Ja, wir gucken mal. Also die elektrischen Ideals, die würde ich gerne schon mal testen. Mal gucken, ob das was ist. Wir können ja erstmal zur Not mieten, bevor wir unsere durchtauschen. Mal sehen. Aber ich würde sagen, liebe Leute, das besprechen wir oder schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer gerne einen Daumen nach oben da. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. 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 Tschüss.